Jo Leute, was geht ab zur zweiten Reaction hier an diesem wunderbaren Tag? Ich freue mich extrem, dass ihr dabei seid. Wir reagieren heute auf 11 Dinge, ja, für die man zu voll ist zum Googlen von Mentaler Zuflucht. Ich bin sehr gespannt, was das ist. Da ist eine coole, kurze Reaction. Lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, lasst ein Däumchen oben da. Schaut auch gerne auf Insta und TikTok vorbei und vielen Dank für den Support. Los geht's. Hallo zusammen. Hallo. Der technische Fortschritt hat uns viel Gutes gebracht, aber er hat auch eine Kehrseite. Wir sind sehr faul geworden. Oft können wir uns nicht einmal dazu zwingen, die Antwort auf eine Frage zu googeln, die uns seit langem quält, stimmt's? Keine Sorge, wir haben das für euch getan. Heute werdet ihr erfahren, was unser Planet kostet, ob eine von euch gekitzelte Ratte in Lachen ausbrechen würde und ob die Augen beim Niesen herausfallen könnten. Lasst uns also loslegen. Also das letzte kann ich mir nicht vorstellen. Ach, der Vorspann ist mega cool gemacht. Kann ich nicht anders sagen, der ist echt schön. Warum laufen Rentiere im Kreis? Die Wikinger waren einst über solche Stürme der Rentiere total erstaunt, aber auch für die modernen Menschen sehen sie unglaublich spektakulär aus, nicht wahr? Dieses Verhalten lässt sich sowohl bei Rentieren, die in freier Wildbahn leben... Ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht ist, natürlich um warm zu bleiben, aber auch vielleicht ist das so eine Art Abschreckung vor Feinden oder so. Als auch bei denen beobachten, die Menschen auch gut gehalten werden. Forscher bestätigen, dass diese Tiere auch in Gehegen im Kreis laufen und zwar immer gegen den Uhrzeigersinn. Warum tun sie das? Einer schmerzhaften Erklärung zufolge sorgen sie damit dafür, dass die Erde sich dreht. Aber jetzt mal im Ernst, es handelt sich dabei um eine Verteidigungsstrategie. Wenn sie sich von einem Feind bedroht fühlen, fangen sie an, um ihn herumzurennen, egal ob Wolf, Bär oder Mensch. Den Jägern fällt es schwer, ein sich bewegendes Ziel anzuvisieren. Es sei angemerkt, dass eine im Kreis laufende Rentierherde zur Mitte hin dichter wird. Dort verstecken sich Weibchen und ihre Jungen, die als das erste ist ziemlich cool. Müssen. Und die Rentiere in Gefangenschaft tun es aus Instinkt. Sie müssen sich ja irgendwie fit halten, nur für den Fall. Warum klingt die eigene Stimme auf einer Aufnahme anders? Jeder ist schockiert, wenn er seine... Das frage ich mich auch. Also teilweise frage ich mich das wirklich selbst, wenn ich meine Videos hier schneide oder so. Ich frage mich echt, ich probiere das dann immer noch zu verbessern oder so, aber nein. Also im Ohr hört sich es besser an, wie auf der Aufnahme. Stimme auf einer Aufnahme hört. Man fragt sich, was, so klinge ich? Das ist ja schrecklich. Dieses Phänomen ist so verbreitet, dass man sogar einen speziellen Begriff dafür erfunden hat, nämlich Sprachkonfrontation. Der Grund dafür, dass der Klang unserer Stimme auf Tonträgern sich stark von dem unterscheidet, an den wir im Alltag gewöhnt sind, liegt in unserer Anatomie. Die eigene Stimme nehmen wir gleichzeitig auf zwei Wegen wahr. Wir hören den Luftschall, den auch die anderen hören, und den Knochenschall. Körper und Knochen leiten ihn und dieser wird dadurch gefiltert. Manche Frequenzen werden abgedämpft, wodurch sich unsere Stimme tiefer anhört, als sie wirklich ist. Psychologen haben allerdings eine weitere Erklärung dafür. Sie kamen zum Schluss, dass für das fremdartige Klingen der eigenen Stimme die sogenannten extralinguistischen Signale verantwortlich sind. Sie verraten bestimmte Aspekte unserer Persönlichkeit, die nur auf einer Aufnahme zu erkennen sind. Dazu gehören Gemütszustände wie Unruhe, Unschlüssigkeit, Wut und so weiter. Seid also immer fröhlich und selbstbewusst. In diesem Fall würde sich eure Stimme für euch immer viel angenehmer anhören. Stehen Schildkröten auf Streicheleinheiten? Das Sundheitsvorfinden, gestreichelt zu werden, ist nichts Neues. Dasselbe gilt für Katzen, vorausgesetzt, sie bestimmen selbst, wann man es tut. Und wie sieht es mit Schildkröten aus? Ihr irrt euch, wenn ihr denkt, dass ein gepanzertes Tier nichts fühlen würde, wenn man es streichelt. Denn sein Panzer hat Nervenenden. Natürlich ist er nicht so empfindlich wie Haut, aber Schildkröten fühlen durchaus, wenn man darüber mit der Hand fährt oder ihn ankratzt, geschweige denn... Finde ich süß, also wirklich. Noch, und das Teil ist, die werden teilweise älter wie du selbst. Also ich würde es mir ehrlich gesagt echt überlegen, mir eine Schildkröte zu nehmen. Weil diese Tiere werden echt bis zu 130, 150 Jahre alt und das ist dann wirklich traurig, wenn die Schildkröte dich überlebt. Schildkröten lieben es, am Panzer gekrault zu werden. Das kommt sicherlich auf das konkrete Individuum an. Ähnlich wie manche Menschen, die es hassen, umarmt oder angefasst zu werden, gibt es auch unter ihnen solche, die aufs Streicheln gereizt werden. Okay, also es gibt dann auch... Es gibt einen Weg herauszufinden, ob eine Schildkröte darauf steht oder nicht. Wenn sie ihren Hals bei Berührung ihres Panzers einzieht, dann genießt sie die Massage. Man darf auf den Panzer jedoch auf keinen Fall klopfen, aber das wisst ihr bestimmt selbst. Warum ist es im Weltraum kalt? Die Naja, weil die Sonne ja keine Kraft hat, also... Das ist jetzt... Ich möchte mich nicht blamieren, also wirklich. Ich möchte mich nicht blamieren, aber... Warum könnte es im Weltraum kalt sein? Natürlich, weil es keine Luft gibt. Die Grundstrahlung im Weltall hat eine Temperatur von minus 270 Grad Celsius, während auf der Sonnenoberfläche Temperaturen von bis zu 5500 Grad Celsius herrschen. Neben der Sonne gibt es aber Milliarden andere Sterne, darunter unvorstellbar große. Warum funktionieren sie nicht wie eine Zimmerheizung und erhitzen im Weltraum nicht? Auf unserem wunderschönen Planeten erfolgt die Wärmeübertragung immer auf drei unterschiedliche Arten. Durch Wärmeleitung, Konvektion und Wärmestrahlung.
verlassen wir die Erde und schauen uns das Vakuum an. Die Gasmoleküle sind zu viele und befinden sich zu weit voneinander, was die Wärmeleitung unmöglich macht. Okay. Konvektion geht auch nicht, weil sie die Schwerkraft benötigt. Es bleibt nur eine Art übrig, nämlich die Wärmestrahlung. Wärme verbreitet sich im All als Infrarotwellen, die aber nur die Objekte erwärmen, auf die sie direkt treffen. Alles andere bleibt eiskalt. Okay. Warum ist die Katzenzunge rau? Von einer ich glaube wegen den Haaren, also dass die bessere Haare putzen können oder so. Kann ich mir teilweise gut vorstellen, aber ist es echt ekelhaft. Also habt ihr eine Katze? Weiß natürlich nicht, aber ich kann das echt sagen, das ist echt ekelhaft. Abgeschleckt zu werden, fühlt sich an, als würden sie einem Schmirgelpapier überziehen. Dieses Tier ist bekanntlich ständig damit beschäftigt, sich selbst abzuschlecken. Zwischen diesen zwei Tatsachen gibt es bestimmt eine Verbindung. Aber welche? Wissenschaftler haben folgende Erklärung dafür. Mithilfe eines CT haben sie die Struktur der Papillen auf der Katzenzunge untersucht. Ist das ekelhaft? Dass die Stacheln etwa so hart sind wie menschliche Fingernägel, eine Länge von ungefähr 2 mm und einen U-förmigen Hohlraum an der Spitze haben. Diese komplizierte Struktur ist für die Tiere von essentieller Bedeutung. Wenn sie ein Viertel ihrer Wachzeit nicht damit verbringen würden, ihr Fell mit ihrer Zunge zu pflegen, hätten sie Schmerzen und könnten sogar an Infektionen erkranken. Und noch was. Die Forscher nahmen sich vor, mithilfe der von ihnen gewonnenen Erkenntnisse und des 3D-Drucks die beste Katzenfellbürste der Welt anzufertigen. Könnten die Augen beim Niesen herausfallen? Nein. Blödsinn. Bevor wir diese gruselige Frage beantworten, klären... Warum stelle ich mir überhaupt so eine Frage? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, ob man mit offenen Augen niesen kann. Doktor der Medizin David Houston... Ach so, jetzt verstehe ich das. Man kann ja die Augen... Man macht ja die Augen immer zu beim Niesen. Okay, und das... Okay, na, dann ist die Frage natürlich durchaus berechtigt. Antwort darauf. Ja, wir machen beim Niesen die Augen zu, weil in diesem Moment ein Muskeleigenreflex ausgelöst wird, was keine bewusste Entscheidung unsererseits erfordert. Um ihn zu überwinden, muss man sich anstrengen. Oder sollte man es vielleicht nicht tun? Es könnte ja sein, dass die Natur das extra vorgesehen hat, damit unsere Augäpfel nicht wie Champagnerkorken herausfliegen. Aber keine Bange, die Natur hätte niemals dafür gesorgt, dass wir so leiden. Laut Houston reicht der Druck, der beim Niesen entsteht, nicht einmal dafür aus, um die Augen auch nur ein bisschen herauszudrängen. Man sollte es aber nicht versuchen, mit offenen Augen zu niesen. Wahrscheinlich ist dieser Mechanismus dafür da, um uns vor Mikroben zu schützen. Warum macht man den Mund beim Wimpernfärben auf? Wimpernfärben? Keine Ahnung. Also ich habe mir noch nie die Wimpern gefärbt. 9 von 10 Fällen öffnet man den Mund, wenn man sich die Wimpern färbt, und zwar egal ob Mann oder Frau. Dieses Phänomen tritt bei allen Geschlechtern auf. Die Ursache dafür erklärt uns Neurologe Zeeshan Osair der Rockefeller University. Laut dem Wissenschaftler ist dafür eine besondere Nervenanordnung verantwortlich. Der Trigeminus kontrolliert die Bewegungen der Kaumuskeln, die euren Unterkiefer auf- und zumachen. Und Gesichtsnerv und der Oculomotorius sind für die Bewegungen der Augäpfel und Lider zuständig. Sie alle liegen ganz dicht beieinander und können gleichzeitig aktiviert werden. Das heißt sicherlich nicht, dass es unmöglich wäre, sich die Wimpern mit geschlossenem Mund zu färben. Dieser Mechanismus ist durch eine Willensanstrengung leicht zu blockieren. Aber so geht es wohl einfacher. Lachen Ratten, wenn sie gekitzelt werden? Selbst Splinter aus der Trickfilmserie Teenage Mutant Ninja Turtles bekommt man in den ganzen Staffeln nur ein paar Mal lachen zu sehen. Wie kann man glauben, dass echte Ratten kichern können? Doch das ist wirklich so. Wissenschaftler haben nach einem Kitzelzentrum im Gehirn der Nager gesucht und dabei festgestellt, dass sie bei der Stimulation der Neuronen vergnügte Laute von sich geben, die sich wie ein Piepsen anhören. Laut den Forschern kommen die Ratten immer an den Ort zurück, wo sie gekitzelt werden. Denn dieser Vorgang löst in ihrem Gehirn eine Ausschüttung von Glückshormonen aus. Okay, das ist natürlich gut zu wissen, wenn man Ratten hat oder mag. Ich finde die Tiere extrem ekelhaft. Die für viele Arten typisch ist. Die Rede ist von sogenannten Freudensprüngen. Sie hüpfen auf allen Beinen gleichzeitig. Wenn ihr also eine Ratte als Haustier haltet, könntet ihr ihr angewöhnen, gekitzelt zu werden, sodass sie irgendwann danach verlangen würde. Wie entstehen Wangengrübchen? Gebt zu, dass ihr Wangengrübchen süß findet. Die meisten Menschen halten sie für ein Attraktivitätsmerkmal, das für niedliche und unschuldige Kinder typisch ist. Lange Zeit dachte man, dass sie vererbbar wären. Doch mittlerweile behaupten Wissenschaftler, dass dem nicht so ist. Auch wenn beide Elternteile Wangengrübchen haben, ist es noch keine hundertprozentige Garantie, dass ihr Kind sie auch haben würde. Das ist aber kein Grund, um traurig zu sein. Einige Wissenschaftler sehen Grübchen als angeborenen Defekt an. Die Einbuchtungen entstehen aufgrund einer Öffnung in einem Wangenmuskel namens Musculus buccinator, der eigentlich lückenlos sein sollte. Sorry, wenn ihr von jetzt an dieses Körpermerkmal mit anderen Augen sehen müsst. Warum zwitschern Vögel beim Sonnenaufgang?
Vielleicht werden sie in den Bach oder so. Am liebsten den Vögeln selbst stellen, wenn man mehrere Stunden vor dem Wecker durch ihr Gezwitscher aus dem Schlaf gerissen wird. Warum können sie mit ihren Gesangsübungen nicht erst am Mittag loslegen? Nun, Wissenschaftler haben ein paar Theorien dazu. Die erste besagt, dass es den Vögeln am frühen Morgen nicht hell genug wäre, um nach Nahrung zu suchen. Und wie sieht es kurz vor dem Frühstück aus? Das ist genau der richtige Zeitpunkt zum Singen. Die zweite Theorie zufolge sollen Vögel ihre Artgenossen mit dem frühen Gesang signalisieren, dass sie wohlauf sind. Diese Beschäftigung verlangt ihnen ja viel Zeit und Energie ab. Und wenn die Konkurrenz sie zwitschern hört, weiß sie Bescheid, dass die Sänger immer noch stark und gesund sind. Das Gezwitscher eines Sperlings hinter eurem Fenster könnte also bedeuten, alle mal herhören, ich bin so fit, dass ich sogar diesen Menschen wecken könnte. Wie viel ist die Erde wert? Das ist eine gute Frage. Also, wenn man nur die Rohstoffe rechnet, dann, boah, das, wie soll man sich dann sowas ausrechnen überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Im Jahr 2017 hat die Regierung Hongkongs ein Grundstück in der Innenstadt für rekordverdächtige 3 Milliarden Dollar versteigert. Damit ist es das teuerste Grundstück der Welt. Okay, und was kostet die Erde? Damit meinen wir die ganzen Inseln, Ozeane, Bodenschätze und so weiter. Der Assistent eines Astronomie- und Astrophysik-Professors von der University of California, Greg Laughlin, hat eine Formel für die Berechnung des Wertes von Planeten unter Berücksichtigung ihrer Größe, Masse, Temperatur, ihres Alters und anderer Faktoren entwickelt. 5 Billiarden wow. US-Dollar. So viel müsstet ihr hinlegen, wenn ihr auf die Idee kommen solltet, die Erde zu kaufen. Die Venus dagegen hat er nur auf ein paar Penny geschätzt. Hey, ich glaube, ich meine, die Venus ist wie die Hölle. Ich meine, da fließt den ganzen Tag Laber und so. Ich glaube, das war's auch schon. Schluss mit Faulenzen. Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen okay, bei schon. Braintime. Ja, ziemlich interessantes Video. Die letzte Frage ist natürlich cool, aber 5 Billionen ist nicht mal so viel. Also, wenn Jeff so weitermacht, okay, ja, gut. Aber ich meine, ihr wisst, was ich meine, oder? Also diesen Wert, es wird nicht mehr lang dauern, dann wird diesen Wert an Reichtum auch irgendwer mit irgendwelchen Aktien oder so geschafft haben. Und das ist halt so ein bisschen, ja, Geld wird dann für die Reichsten selbstverständlich und für die Ärmsten immer unerreichbar. Und das ist halt das Traurige. Was ist eure Meinung dazu? Abonniert gerne den Channel, schreibt es gerne in die Kommentare und lasst doch gerne einen Daumen hin oben da. Vielen Dank fürs Zugucken. Und ziemlich interessant das Ganze. Schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.